Na, Fräulein, wie finden Sie das Plakat, was? Großartig, nicht? Also, Fräulein, bitte schreiben Sie mal ein paar neue Werbezeilen. Jetzt kann Deutschland wieder lachen. Der lustigste Film dieses Jahres. Otto, Otto. Ja. Von einem Mann in deinem gesetzten Alter hätte ich derartig krumme Sachen am allerletzten erwartet. Prost, Otto. Und dann schreiben Sie, der Erfolgstreffer mitten ins Herz des Publikums. Das Parkett hüpft vor Lachen. Ist das nicht großartig, was? Ja, doll, doll. Ja, ja. Meine, was Sie alles im Kopf haben, Sie müssten den ganzen Tag Kopfweh haben. So ein Blech reden Sie zusammen, das scheppert geradezu. Was sollen denn die Leute denken? Hm? Ja, was denkt ihr euch eigentlich, was? Wollen Sie das wirklich wissen? Nun denn, für ein charmantes, kaprizioses, lockeres Vögelchen. Also bitte, Frau, schreiben Sie weiter. Ein Film, wie ihn noch niemand niemals gesehen hat. Niemals fett unterstreichen. Ja. Haben Sie Fett? So, jetzt aber hängt ein fetter Wurm dran. Jetzt kriegt man direkt Appetit, nicht? So ein Quatsch. Sie bitte? Ja. Oh, Frau Weiser. Nein, nein, bitte bleiben Sie sitzen. Ich verwundere mich darüber, wie ein einzelner Mensch so viel Blödsinn produzieren kann. Ich zahle meine Steuern pünktlich auf Heller und Pfennig. Ja, das dürfte allerdings der gültigste Beweis für Ihre geistige Gesundheit sein. Können Sie mir folgen? Wohin denn? Da das Jahr noch nicht um ist, können Sie doch gar nicht wissen, dass das der heiterste Film des Jahres ist. Ja, aber ich bitte... Haben Sie schon mal ein Parkett hüpfen gesehen? Was wollen Sie denn von mir? Hallo? Lieber Mann, lassen Sie mal Ihre Geistesblitze in den Papierkorb fallen und blitzen wir lieber dem Publikum etwas vor. Wie der Film überhaupt heißt. Nur wie er heißt. Sie und Ihre Schwiegersöhne. Nein, das reimt sich überhaupt nicht. Er heißt Ich und meine Schwiegersöhne. Oh, was habe ich für Schwiegersöhne. Herzlos und undankbar. Ich finde nämlich eine Schwiegermutter wie mich, die könntet ihr euch erst mal suchen. Hat jemand noch eine Frage? Ich habe dir aus Ägypten einen Kaktus mitgebracht und hoffe, dass der Kaktus dir ein bisschen Freude macht. Aus Fatmes Garten stahl ich ihn in einer Vollmondnacht. Und habt ihr aus Ägypten diesen Kaktus mitgebracht? Aus Fatmes Garten stahl ich ihn in einer Vollmondnacht. Und habt ihr aus Ägypten diesen Kaktus mitgebracht? Ich und meine Schwiegersöhne. Inszeniert von Georg Jacobi. Güteklasse A. Vergessen Sie den grauen Alltag. Vergessen Sie Mühe, Kummer und Sorgen. Vergessen Sie aber bitte nicht, sich rechtzeitig Karten zu besorgen. Sehen Sie, das reimt sich. Hm? Ja, das war gut. Wir alle sind mit kleinen, größeren und großen Rollen in diesen Film gekommen. Was aber die größte Rolle spielen wird, dass auch Sie in diesen Film kommen werden. Also auf Wiedersehen hoffentlich demnächst in diesem Theater.